Rückcraft Story Mode auf der PC. Ich habe hier Schluss gemacht. Wow. And the walls. More like this whole place. Must have been where they met. So where are they then? The temple. The amulet would lead us. Well, what are you waiting for? Is something? Well, that was a letdown. There's got to look around and see if you can find anything. Okay, dann gucken wir mal. Quatschen wir mal. Nothing, whatever. Axel? I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Okay. It's a map of the entire world. Das ist groß, die wird ja gar nicht. Nicer than the one at Endercon. Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and, well, more historical. Toll. Oh, was haben wir hier? It's the same as the amulet. Na, noch nicht. Erstmal hier alles angucken. Hey Ruben, find any clues? Ganz schön groß. Aber warte, ich muss hier noch mit Irise da reden. Kann man wieder da runtergehen? Nee, geht nicht. We're in the Temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple! Who'd have thought it, huh? A bunch of small-towners like us, wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Ja. Okay. Gib Gott, was geht's? Haben wir hier? Hebe. Klick einfach mal einen an. Na, jetzt. Oh, dann gehen Lichter an. Ich mach einfach mal alle an. Ist ja wahrscheinlich irgendein Rätsel. Ich gehe davon aus, dass ich das Amulett da hinlegen muss und dann kommen da irgendwelche Spieler rein. Ah, probieren wir es mal. Passt genau rein. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Wieder ausgeschaltet. Ah, sehr gut. Wow. It's absolutely incredible. Ah, da sehe ich, wo die anderen sind. Okay. Now I'm impressed. This is what Gabriel wanted us to find. It's the Order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the Nether. We have to go off what we do know. Uh-huh. There are only two lights on that map. If there are only two heroes left, then we know what we need to do.
Petra's relying on us. That Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Sorin was missing. That leaves Magnus or Elagard. Let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. This? If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. But what if she didn't make it? Don't say that. Axel, okay, that's what Jake's this is right. Petra might be gone. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go. Get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Elagard there. No. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Elagard's. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Get ready to roll. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. I'll take it. Guys? Was nun schon? Oh, nee. Please hurry. Ja, das dachte ich mir schon, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist. Jesse and Axel return to the Nether, intent on finding Magnus, the rogue, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. So, die Ruhe vor dem Sturm-Trophäe erhalten. Hier sieht man, was ich alles gemacht oder nicht gemacht habe, also meine Entscheidungen. Vielleicht können wir das nochmal kurz in Ruhe angucken dann. Okay, viele haben sich auch so entschieden wie ich. Ah, guck mal, hier sieht man es dann nochmal besser. Sehr schön. Also. Bei mir und 81,5% der Spieler wurde Ruben verletzt. So, du und 33,3% der Spieler haben Lucas vor dem Eisgolem gerettet. Okay. Nicht viele waren das. Du und 39,1% der Spieler half Petra auf der Flucht vor dem Wittersturm. Du und 23,2% der Spieler habt Lucas überzeugt zu bleiben. Okay, also viele Leute mögen den gar nicht, aber ich dachte mir, für den Fall der Fälle, dass mal was passiert, dass wir da noch einen haben. So Walking Dead mäßig, so Opfer und so. Ja, egal. Du und 65,1% der Spieler sucht zuerst mit Axel nach dem Schurken Magnus. Okay. Sehr gut. Ja, das war's. Der Orden des Steins, Episode 1, ist beendet. Wie viele Minuten habe ich schon jetzt? Ja, gut, okay. Knappe 10 Minuten. Also. Wie geht's weiter? Ja, also ich werde auf jeden Fall Episode 2 auch rausbringen. Nur halt erst, wenn sie rauskommt. Und bei Telltale Games ist es ja so. Früher hieß es einmal, jeden Monat kommt eine neue Episode. Und zurzeit heißt es, ja, wenn die neue Episode fertig ist, dann kommt sie auch raus.
kann einen Monat dauern, es kann 6 Monate dauern, es kann noch länger dauern. Deswegen kann ich nicht sagen, wann es weitergeht. Aber wenn es losgeht, wird es genauso sein wie jetzt, dass jeden Tag eine neue Folge kommt. Und ja, bis dahin halt gibt es was anderes auf meinem Kanal. Ihr seht ja, ihr könnt ja gucken hier, auf meinem Kanal gibt es genug andere Let's Plays oder Vlogs und was weiß ich. Egal. Ich sag dann hier tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei meinen anderen Sachen oder eben halt erst bei Episode 2 wieder. Ich lasse es hier jetzt noch laufen. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Tschüss.